Ja, wir haben hier einen richtigen Sturm. Sturmböen gefällt mir gar nicht. Obwohl der Himmel relativ blau ist und auch keine Gewitterwolken in der Nähe zu sein scheinen. Da lässt sich ja ordentlich, wie ihr seht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich bringt der Wind die Hitze, die Kältewelle, die angekündigt ist. Mit der Hitze war es das ja. Ich bringe jetzt mal ein bisschen meine Orange in Sicherheit. Die stelle ich einfach ins Gewächshaus, weil ich ja nicht möchte, dass da was passiert. Und dann schauen wir mal, was kommt. Heute ist es ziemlich stürmisch. Auch nicht so warm, weshalb ich jetzt im Wintergarten sitze. Da habe ich die Zwiebeln, die praktisch geblüht haben. Die haben so einen ziemlich dicken Stiel, sieht man hier überall. Und ich habe jetzt mal geschaut, wenn man die genau anschaut, fangen die an zu faulen. Also die trocknen nicht, obwohl sie hier im teilweise fast 35 Grad warmen Wintergarten stehen. Die trocknen nicht, sondern sie faulen vor sich hin sozusagen. Und damit ich die noch retten kann, also lagerfähig sind die gar nicht, damit ich die noch retten kann, bin ich jetzt am Poolen. Hier sieht man nochmal, richtig dicker Stiel. Und ich schneide die ab, mache die Schalen weg, die wohl noch in Ordnung sind, werfe ich da rein. Die werden nachher geschnitten und einfach eingefroren. Aber dazu später mehr. Das ist der Rest. Manche waren nicht mehr zu verwenden, die sind schon weich. Und trocknen auch nicht, weil der Stiel hohl ist. Aber es kam trotzdem noch ganz schön was zusammen. Und ein paar, wo okay waren, die kann ich auch bald verwenden. Die bleiben extra. Und jetzt geht's ans Schneiden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr schon oft gesehen habt, wie man Zwiebeln schneidet. Ich schneide Würfel. Und da sieht man auch, das war der Austrieb praktisch. Wenn man das jetzt wegbrechen würde, hätte man hier eine extra Zwiebel, wie man schön erkennen kann. Aber das kann man alles trotzdem verwenden. Die schmecken wie Zwiebeln, sind ja nicht faulig, weil ich sie aussortiert habe. Und ich schneide die jetzt. Und dann friere ich sie ein. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich sie in Beutel einfriere oder in einen 2,5 Liter Eisbox. Aber dazu muss ich abwarten, wie viel zusammenkommt. Und da ich nicht möchte, dass ihr weint, wenn ich hier Zwiebeln schneide, blende ich das mal wieder aus. So, gleich ist das meditative Zwiebelgeschnipsel vorbei. Das war die letzte. Und die 5 Liter Eisbox ist nicht ganz gefüllt. Selbst wenn ich jetzt mehr Material hätte, darf man nicht den Fehler machen, dass man dann hier drauf drückt, sondern es soll so locker bleiben wie möglich. Sonst kriegt man das nämlich nicht mehr auseinander. Wenn man dann später das entnehmen will.
sind dann doch einige Zwiebeln noch rausgeflogen, die eben soll, da sieht man ja den Keim, da sieht man ihn noch besser. Und die sind dann auch holzig und nicht zu verwenden. Hätte ich die jetzt aber nicht geschnipselt und hätte sie aufgehangen oder irgendwas anderes, dann wären die nicht haltbar. Die wären also innerhalb weniger Tage wahrscheinlich faulig. Und so ist das Schnibbeln, Schälen, Schnibbeln und Einfrieren eine gute Methode. Ich verwende dann natürlich im Vorfeld meine anderen Zwiebeln, die in Ordnung waren, die nicht geschossen sind und nicht geblüht haben. Und wenn die aufgebraucht sind, dann sind die dran. Und die sind locker ein Jahr haltbar, muss man sich also keine Gedanken machen. So, diese übrigen Zwiebeln, die fliegen in den Bokashi, der bei mir hier in der Küche steht. Ein bisschen verteilen. Bisschen andrücken. Das ist immer ganz wichtig. Und ein bisschen mit effektiven Mikroorganismen einsprühen. So. Später kommt dann noch eine Schicht Pflanzenkohle drauf. Also wenn die Schicht ein bisschen größer ist, sehe ich gerade, das bin ich. Bei einer Wanderung. So sehe ich also aus. Ah, da war ich noch ein bisschen jünger wie heute. Ja, wie gesagt, der Bokashi steht in der Küche. Da unten kann ich abzapfen. Damit gieße ich meine Pflanzen für die Gießkanne im Garten und so weiter und so fort. Und das funktioniert seit Jahren sehr gut. Und wenn der voll ist, kommt er auf die Zwischenstation und da kommt ein neuer hin. Und nach einem Monat, wenn es der zweite wieder voll ist, leere ich den ersten. Und das funktioniert und tut den Pflanzen gut.